Herzlich willkommen, Philipp Amthor. Hallo, was ist? Philipp, was hat dich geprägt? Jetzt guckst du so, wie kommt das? Der kommt irgendwie so rüber wie so ein Abiturient. Ich will jetzt nicht den Vergleich zum Messdiener ziehen. Ach, Alter, komm, ich bin ja jetzt auch schon 30 geworden, also. Super. Und gleichzeitig in der Vorschule. Ja, immerhin. Aber das ist schon, also, wir relaxen jetzt alle mal ein bisschen. Philipp, ganz kurz, wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, was würdest du machen? Also, zu Beginn ein Ablenkungsmanöver und dann die Wartezeit bis zum Eintritt einer Utopie durch Nichtstun irgendwie überbrücken. Der Porsche Cayenne steht vor der Tür, Stadtvilla, endlich. Bundeskanzler, ein Wunschtraum. Das wird aber nicht mehr passieren, sorry. So sieht's nun mal aus. Nein, mitnichten. Nee. Ich werde Bundeskanzler. Das ist meine Lebensplanung. Da muss man doch mal Verständnis dafür haben. Junge. Klar, wir wollen ja nur das Gute für dich. Aber ich möchte doch einen Kanzler haben und nicht Philipp Amthor. Mensch, hast du keinen Respekt. Wir brauchen Führung, Orientierung, wir brauchen Amthor. Philipp, was? Ich weiß gar nicht, warum wir da noch ernsthaft drüber diskutieren. Das wird's überhaupt nichts mehr, absolut nichts mehr. Doch, klar, das wird funktionieren. So. Ja, wie soll man sagen? Das ist ja faktisch falsch. Und jeder weiß das. So, jetzt Punkt. Ein super Punkt gesetzt. So, jetzt müssen wir ja noch kickern. So, wer hat denn welche Farbe? Komm, ich mach das mal. Einfach einrollen und loslegen. So, ich nehme die Dame, die Rote. Nee, komm, mach doch du. Ja, du musst die Roten nehmen, du hast gar keine Wahl. Ich nehme die Roten nicht, dann lass es dir. Sehr schön, Caro. Nein, was machst du denn da? Boah, nein, doch, Mann, das weiß ich eigentlich. Sehr gut. Tor, 1-1. 1-1. 2-1. Ja, 3-1. Das war's. Bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ciao.